verstanden. Korruption ist wie ein Krebsgeschwür. Schneidet man die Tumore raus, aber übersieht den Ursprung. Nun ja, bestenfalls gewinnt man etwas Zeit. Es gibt keine wirkliche Chance ohne einen umfassenden systematischen Eingriff. Chemo für die Massen. Erziehung. Umerziehung, um genau zu sein. Aber es ist nicht einfach. Und es klappt nicht immer. Lassen Sie mich raten. Sie haben eine bessere Lösung. Wie heißt sie? Dann würde ich es ja verraten. So ein Geheimniskrämer hier. Aber das finden wir mit Sicherheit noch raus. Was sie wollen und was sie planen. Also was sie wollen ist ja klar, sie wollen die eine Erinnerung hier haben, die fast ganz rechts ist. Dahinter sind nur noch zusätzliche Erinnerungen, ich glaube aus dem DLC. Sie wollen diese Erinnerung hier haben und das Symbol verrät schon einiges. Aber nun gut. Gedächtnisabschnitt 1 haben wir beendet. Das heißt, jetzt geht's weiter mit Gedächtnisabschnitt 2. Verschwenden Sie keine Zeit und fangen Sie an, Mr. Miles. Erinnerung, Nachforschung, alles klar. Tja, der alte Sack hat uns ja eben abgestochen. Töten Sie einige Ihrer Verfolger, um leichter zu entkommen. Guter Tipp, mach ich. Der alte Sack hat uns ja abgestochen. Die Frage ist, wie haben wir überlebt? Lebe. Aber ich sah euch zustoßen, fühlte die Umarmung des Todes. Ihr saht, was ich euch sehen ließ. Und dann fielt ihr in den Schlaf der Toten. Der Ungeborenen. Auf das ihr erwachen würdet und wiedergeboren. Aber warum? Erinnert ihr euch, Altair, wofür die Assassinen kämpfen? Frieden? In allen Dingen? Ja, in allen Dingen. Es ist nicht genug, die Gewalt zwischen den Menschen zu beenden. Es geht auch um den inneren Frieden. Das eine geht nicht ohne das andere. So sagt man. So ist es. Aber ihr, mein Sohn, habt den inneren Frieden nicht gefunden. Dies zeigt sich auf schändliche Weise. Ihr seid arrogant und hochmütig. Aber habt ihr nicht immer gesagt, dass nichts war und alles erlaubt ist? Ihr versteht die wahre Bedeutung dieser Phrase nicht, mein Kind. Sie erlaubt euch nicht zu tun, was euch gefällt. Es ist eine Lehre, die eure Sinne leiten soll. Sie setzt eine Weisheit voraus, an der es euch mangelt. Was soll nun aus mir werden? Ich sollte euch töten für das Leid, das ihr uns zugefügt habt. Malik hielte es für angemessen. Euer Leben für das seines Bruders. Aber es wäre eine Vergeudung meiner Zeit und eures Talents. Ihr werdet sehen, dass ihr eure Besitztümer verloren habt. Und euren Rang. Ihr seid ein Novize. Wieder ein Kind. So wie an dem Tag, an dem ihr unserem Orden beitratet. Ich biete euch Gelegenheit, euch reinzuwaschen. Und euch den Weg zurück in die Bruderschaft zu verdienen. Ihr habt schon etwas geplant? Zuerst müsst ihr beweisen, dass ihr euch erinnert, wie man Assassine wird. Ein wahrer Assassine. Also soll ich ein Leben nehmen? Nein, jetzt noch nicht. Zunächst werdet ihr nur ein Schüler sein. Das ist nicht nötig. Andere jagten eure Beute für euch, aber von heute an werdet ihr eure Beute selbst zur Strecke bringen. Wenn ihr das wünscht? Das ist es. Dann sagt mir, was ich tun muss. Wir wurden betrogen. Jemand hat Robert de Sable geholfen. Einer von uns. Ihr müsst ihn finden und hierher bringen, um ihn zu verhören. Was könnt ihr über den Verräter sagen? Ah, das ist der Punkt. Mehr werde ich euch nicht sagen. Der Rest liegt bei euch. Genau, wir müssen selber herausfinden, wer da den Orden praktisch verraten hat. Aber keine Contact-Kills, das ist so scheiße, ne? So richtig scheiße. Und wir haben so ziemlich alles verloren. Wir haben gerade gar nichts. Dass wir Fähigkeiten verloren haben, ist natürlich ein bisschen unlogisch, könnte man meinen. Aber gut. Friede sei mit euch, Altair. Ihr steht mir im Weg. Ja, Al-Mualem bat mich, euch zu helfen. Euch zu erinnern, wie wir unsere Beute machen. Ich weiß, gut, wie es geht. Das mag sein, aber ich muss meinem Befehl folgen. Dann beeilt euch. Ja, wir haben viele Fertigkeiten zur Wahl. Ja, ja.
Wir können lauschen, stehlen oder Gewalt einsetzen, um einzuschüchtern. Erinnert euch. Dann mische ich unter das Volk und sehe, was ich in Erfahrung bringen kann. Ja, beginnt auf dem Marktplatz des Dorfes. Dort haben wir den Verräter zuerst entdeckt. Ihr wisst, wer es ist? Mag sein. Gebt mir einen Namen und bringen wir es hinter uns. So funktioniert das nicht. Wie alt er hier versucht, es sich einfach zu machen. Warum auch nicht? Warum schwer, wenn es auch einfach geht, sag ich mal. Wie kann man es nur so eilig haben? Ich hab's halt eilig, und? Wo will er hin? So. Er scheint ja lustig, ab zum Marktplatz des Dorfes. Und sehen, was wir in Erfahrung bringen können. Was treibt ihn wohl so an? Er rennt noch jemand um. Ja, ja. Wie rücksichtslos kann man denn sein? Was er wohl vorhat? So, weiter nach unten. Was bringt einen dazu, sich so anzuhalten? Hui, schöner Sprung. Und wir sind gleich da. Er wird noch jemand anderen fällen. Da kriegt man Informationen, wie man sieht. Aber die kriegen wir nicht geschenkt, sag ich mal. Da setzt man sich hier hin. Irgendwie eigentlich, ja. Und jetzt kann man belauschen. Ich weiß, was ich sah. Masun öffnete das Tor. Er ließ die Templer herein. Das müsst ihr Al-Mualim berichten. Ich kann nicht. Masun war nicht alleine. Jemand in der Festung hat ihm geholfen. Wie kommt ihr darauf? Er tauscht Briefe mit jemandem aus. Der Korbmacher überbringt sie für ihn. Mhm. Das ist kein Grund zu schweigen. Das heißt, wir suchen uns den Korbmacher. Vor dem Angriff an den Brief gegeben. Er enthielt den Befehl, das Tor zu öffnen. Dann sprich mit dem Korbmacher. Er kann Masuns Komplizen benennen. Er ist verschwunden. Versteckt sich aus Angst, hineingezogen zu werden. Tja. Dann müssen wir ihn Wahrscheinlich finden. Wahrscheinlich hat er sich in seine eigenen Körbe verkrochen. Den Korbflechter finden. Der wird gefunden. Das wird auch freundlicherweise direkt angezeigt. Stoße ich die mal beiseite und bewege mich in Richtung Ziel. Damit wir mal hier ein bisschen vorankommen. So, hier hoch. Was treibt ihn wohl so an? Er scheint sehr in Eile zu sein. Ja, das bin ich. Taschendiebstahl. Zu nah für Taschendiebstahl. So. Bitte, nur einen. Wir haben bei dem Angriff alles verloren und nun haben wir keinen Platz für unser Getreide. Ich kann jetzt nicht. Habe zu tun. Ist das wegen dem Brief? Welcher Brief? Der Brief, den ihr bekamt, als ich herkam. Schlechte Kunde? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Hört, ich werde sehen, was ich tun kann. Aber bitte, ich muss jetzt ganz unauffällig. Kommt später wieder. Wie ihr wünscht. Taschendiebstahl, Umschalt. Und bestehlen. Er sollte das besser lassen. Oh. Ups. Ja, das ist blöd gelaufen. Scheiße. So, ist der Heino denn wieder da? Boah, ey. Reinitiiert. Sehr schön, dann würde ich mal sagen. So, Umschalttaste. Nee. Hä? Bestehlen. Oh, was soll denn das? Ich hab doch. Och Mann, ey. Was wollen die denn jetzt hier? Oh, super. Ja, guter Start. Auf jeden Fall. So, nun schiebt ab hier. Abt. Schiebt ab. Gut, diesmal aber
Okay. Ihr habt mich ganz schön erschreckt. Zu nah für Taschendiebstahl. So, jetzt geht's doch. So, bestehlen. Alter, das gibt es doch nicht. Alter, wie ich das jedes Mal verkackt. Jetzt schon dreimal hier. So einen einfachen Taschendiebstahl, ne? Ich weiß aber auch nicht mehr genau, wie das funktioniert. So ein Bullshit hier. Na los, jetzt komm schon zurück hier. Gucke ich mich hier ein bisschen um. So. Zu weit entfernt. So. Diesmal aber. Umschalttaste muss ich drücken, um ihn zu bestehlen. So. Oh, jetzt fällt es ihm auf. Oh, scheiße, mein Brief ist weg. So. Damit haben wir ein neues Ziel, welches aus dem Brief hervorging. Den schnappen wir uns natürlich auch sofort. Ich muss mal gucken, vielleicht mache ich es jetzt sogar bei Assassin's Creed so, dass ich, Ein Verräter? Ich bin kein Verräter. Al-Mualim ist derjenige, der uns betrügt. Ihr werdet es sehen. Bald werden eure Augen die Wahrheit erkennen. Tja, Befragung. Wir stehen auf der Schwelle zwischen dieser und... Warm, ich befrag dich, Junge. Alter, Fresse halten. Hör auf zu nerven. Ups. Habe ich dem eine geknallt. Nein. Oh. Wichser. Action-Ansicht. Alter, die Action-Ansicht ist voll scheiße. Ganz ehrlich, deswegen habe ich jetzt schon wieder aufs Maul bekommen. Alter! Haha, ausgewichen. Tja, so weicht man elegant aus. Gut, ich glaube, die habe ich verkackt, die Mission. Ich verstecke mich einfach mal. Oder tauche unter. Also ich... Oh, da ist er ja. Den kriege ich. Den kriege ich. Ja, ich kann schneller laufen als du. Alter, der läuft, als hätte er hochhackige Schuhe an. Aha. Ich bin voll gut versteckt. Scheiße! Alter, wieder läuft wie so ein Spacko. Meine Fresse, bleib doch mal stehen hier, du Idiot! Oh, jetzt habe ich ihn umgebracht. Das ist natürlich blöd gelaufen. Alter, dass die mich immer noch sehen. So, kurz verstecken und dann beginnen wir den ganzen Spaß nochmal. Ich dachte, ich könnte den noch ein bisschen weiter verprügeln, aber dem war wohl nicht so. Nicht übel. Gut, gut. Oder eher scheiße, scheiße. Das ist ziemlich kacke gelaufen. Höre die Dinge, die ihr sagt. Ein Verräter? Ich bin kein Verräter. Al-Mualim ist derjenige, der uns betrügt. Ihr werdet es sehen. Befragung. Bald werden eure Augen die Wahrheit erkennen. Wir stehen auf der Schwelle zwischen genau, ich muss ein bisschen warten. Einer neuen Welt, einer besseren Welt, in der alle Menschen gleich sind. Aber Männer wie Al-Mualim möchten diesen Traum zerstören. Aha. Der heutige Angriff war nur der erste. Mehr werden folgen, bis ihr bereut. Gebt eure verschlagene Lehre auf. Erhebt euch gegen den Verrückten von Masyaf. Durchschaut seine Lügen. Ganz ehrlich, dass der nicht irgendwie hier
von den Wachen oder so schon verprügelt wird, alleine.